Hallöchen, herzlich willkommen zurück hier. Ja, bei mir Andi von Gamodrome, ich grüße dich. Ja, wir haben jetzt hier Broken Lines, das Review quasi, beziehungsweise die Review-Version heißt einfach, wir haben jetzt wirklich das komplette Spiel und nicht nur den Preview-Build aus den vorherigen Folgen, die ihr vielleicht schon gesehen habt. Und ja, schauen wir uns einfach mal wieder das neue Game an. Ich bin gespannt, was es so ein bisschen bringt außerhalb des Previews. Und ja, schauen wir uns doch einfach mal an, was hier Broken Lines uns zu bieten hat. It is an unusually hazy night. The soldiers believe they are crossing over neutral territory. Their mission is classified, known only to commanders on another plane. Instruments break down first. Pointers spin wildly, alarms blaring, and then the engines stop. Oh, das scheint schon mit dem Intro gewesen zu sein. Oder auch nicht. Shocked and confused. Oder mit dem Prolog. He doesn't know where he is or what his orders are. He runs to the crash site, terrified that he might be the only survivor. Ach, das ist ja interessant, ja? Eigentlich kennen wir ja Broken Lines als Squad-Game, aber jetzt fangen wir hier quasi in diesem Prolog an, erstmal solo unterwegs zu sein. Das finde ich ja recht interessant, muss ich sagen. Hätte ich jetzt auch nicht damit gerechnet. Hätte gedacht, Standard, man startet jetzt das Spiel, ne, nach dem Prolog, man sucht sich sein Squad aus, los geht's in die erste Mission. Nein, es baut sich storytechnisch auf. Das ist schon mal ein deutlicher Pluspunkt, finde ich. So, und gucken wir uns mal die Gegend an. Ich glaube ja nicht, dass hier unbedingt Gegner jetzt unterwegs sein werden. Aber man weiß ja nie, von daher schauen wir erstmal. Ich will ja auch nicht gleich direkt den Leuten in die Arme rennen. Na, da ist doch, ach, doch schon einer. Sieht mal einer an. Ah. Was kann ich für sie tun? Auch herrlich. So, den könntest du theoretisch eigentlich ummähen. Feuern tun die Einheiten automatisch, ja. Das heißt also, wenn ich jetzt quasi in Feuerreichweite bin, schießt der automatisch, was er kann. Und bewegen kann er sich dann trotzdem. Also er kann auch im Laufen schießen. Ja, funktioniert auch. Werden wir jetzt, glaube ich, gleich sehen. Ja. Na, komm, noch eine Salbe. Glück gehabt. Okay, tasten wir uns mal weiter vor. Gut, hier kann er einsehen, also hier sind keine weiteren Gegner. Also laufen wir erstmal bis hier. Schön finde ich halt auch wirklich immer das Ranzoomen, ne? Das verleiht einfach so in so einem rundenbasierten Strategiegame einfach einen gewissen Reiz und auch einen anderen Charakter, als wirklich alles immer nur aus dieser angeschrägten Vogelperspektive zu sehen. Gucken wir mal, ich glaube, da liegt ein... Ne, der ist tot. Ach, da hinten liegt aber einer. Okay, dann holen wir uns den doch gleich mal. Das ist kein guter Zeitpunkt für Witze, Mann. Glaube ich auch nicht. Okay, wir tasten uns weiter vor. Natürlich gehe ich hier auf Nummer sicher, ob hier nochmal Gegner zu finden sind. Sammeln einfach mal ihn ein. So. Jetzt muss er ihn kurz safen. So, haben wir ihn gecovert. Jetzt wird er nochmal geheilt. Ich sehe hier nämlich gerade auf der Seite, haben wir Pflaster dabei. Wird wahrscheinlich ausreichend für seine Verletzung. Tja, der Heilprozess in dem Spiel ist relativ zügig und auch relativ effizient. Na, das habe ich auch schon im Preview-Bild gesagt. Das ist mir auch schon aufgefallen, dass das gar nicht so schlecht läuft. So, dann würde ich sagen, rücken wir einfach mal bis hier vor. Man könnte jetzt auch die Charakter, haben sie ja im Tutorial gesagt, mit F1, F2 und so weiter durchswitchen. Ne? Aber ich mache das ganz gern mit Tab. Einfach sequenziell mal allen durchgesprungen, das geht auch relativ schnell.
Na, das sieht mir doch hier etwas verdächtig aus. Ehrlich gesagt. Ach, jetzt habe ich den zweiten Mann schon wieder vergessen. Man sollte definitiv nicht zu früh die Leertaste drücken. Und ihr merkt, ich spiele am PC. So, dann holen wir mal den anderen noch vor. Get down. Ach, sag ich doch. Guck mal. Ah. Hm? Ist natürlich wahrlich schlecht für uns. Rein von einer strategischen Lage her, ne? Das weiß jeder. Wir sind quasi unterhalb gelegen und dadurch deutlich im Nachteil. Und müssen jetzt wahrscheinlich versuchen, einfach hier durchzukommen. Na, dann flitz mal. Mhm. Versuchen wir's. Bei dem Flügel da vorne gibt es... Alter! Genau, wenigstens zurückgehe ich auch nochmal. Oh, 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 oh. Okay. Hätte man eventuell mit Deckungsfeuer lösen können. Müssen. Wir hatten hier die Medics bei, ja. Muss ich die beiden gleich nochmal heilen. Hätte ich jetzt nicht mit gerechnet. Gut, dass es, dass wir unter Beschuss geraten. Damit hätte ich definitiv gerechnet. Aber nicht so stark. Ja, Safety first. Erstmal ein paar Medics verteilt und weiter geht's. Unter dem Flügel gibt es Deckung, sagt er. Sollen wir die von da drüben beschießen, oder wie? Ja, sollen wir. Man kann hier hochlaufen, okay. Und wo gibt's hier Deckung? Hier ist keinerlei Deckung. Ist das Deckung? Sieht mir nicht nach Deckung aus. Wir flitzen erstmal rüber hier. Yes. Oi, fine. Ei. So, gib mal ein Gas, ihr Beinen. Nicht, dass ihr euch nochmal von hinten die Hucke volljacken. Nö, läuft. Hm? Oh, dritter Teammate. Nice. Wood, Sherman, bist du das? Hm. Ah. Dein Heldenmut ist inspirierend, Kumpel, sagt er. Ja, nicht wundern, dass es hier hinter mir so unordentlich ist. Ich bekomme übermorgen ein neues Sofa und nutze das gleich, um das ganze Wohnzimmer umzustrukturieren. Okay. So, er hat ein Gewehr. Kannst du die von hier drüben treffen? Wahrscheinlich nicht. Das hier ist momentan aus der Reichweite, alles klar. Funktioniert nicht. Heißt, er kann da einfach bloß runterlaufen und wir sollen da nicht hoch. Würde ich jetzt mal so interpretieren. Hier eine Steinreihe, das könnte wieder gefährlich werden, dass hier wieder feindliche Soldaten auftauchen. Hm? Achso, eins sei noch gesagt, wir sind hier im Broken Lines, zwar im Jahr 1944 und es ist auch der Zweite Weltkrieg, aber es ist eine fiktive, ein fiktiver Kriegsverlauf. Ja, also das ist nicht an das Original quasi, an die Historie angepasst, sondern wirklich ein eigenständiges, fiktives Szenario. Ne, nur unter der Flagge des Zweiten Weltkrieges im Jahr 1944. So, move du dahin, move du dahin und move du hierhin. Watch out. Ha, da sind sie nämlich schon. Ein Gewehrschütze, okay. Dann wirst du mal doch nicht dahin gehen. Sondern direkt hierhin, in Deckung. Und Deckungsfeuer geben. Oi. Und mein Gewehrschütze wird ihn anpeilen. Was haben wir hier noch? Sprenggranate werfen, ne? Die brauchen wir noch nicht. Sollte passen von dem Winkel aus, alles klar. Dann schauen wir mal. So, er dürfte jetzt Deckungsfeuer austeilen, macht er auch. Dadurch konnte der Gewehrschütze jetzt schlechter treffen, man sieht es ganz eindeutig, ne? Wir tasten uns jetzt weiter vor. Ich könnte versuchen, weiterhin... Yes. Deckungsfeuer können wir jetzt nicht austauschen. Hat eine Abkühlung von 8 Sekunden. Müssen wir jetzt hier einhalten. 5 Sekunden geht eine Runde. Heißt, er kann in der nächsten Runde nicht nochmal Deckungsfeuer austeilen. Sollte man dann natürlich, weil die Runde nur 5 Sekunden geht, sollte man natürlich dann auch beachten. Ei. Yes. So, jetzt sind wir ein bisschen... Ah, sag ich ja, jetzt hat er ihn getroffen. So, nehmt den mal weiter unter Beschuss. Hm? Du kannst einfach mal nach vorn stürmen. Und versuchen, den Niederschlag auszuführen. Okay. Du gibst weiter Deckungsfeuer. Und du versuchst es weiterhin mit deinem Präzisionsschuss.
Okay, er hat Panik. Er ist absolut in Panik verfallen. So, jetzt kannst du auch auf ihn zulaufen und ihn platt machen. Sollte klappen, denke ich. Du kannst auch vorrücken. So. Tja, dagegen konnte er nichts machen. Absolut überragend im Nahkampf mit der Schrotflinte hier, ist natürlich klar. Unsere Einheiten sehen aber nicht mehr ganz so gut aus. Müssen wir mal schauen. Hat noch einer ein bisschen Health bei? Nee. Dann werde ich, denke ich mal, den Nahkampfschützen hier erstmal heilen. Weil der doch relativ gut ist. So. Warten oder gucken wir mal, wie es weitergeht. So, yes. Unseren Gewehrschützen als erstes bitte. Der kann nämlich mal hier die ganze Angelegenheit yes. einsehen. Ihr folgt dem einfach. Mhm. Dann schauen wir mal, was kommt. Na, da hinten ist ein kleines Lager, was wir jetzt quasi erstmal erkunden müssen, yes. beziehungsweise überwinden müssen. Ich könnte mir gut vorstellen, dass wir hier nochmal auf Gegner treffen. Hier hinter könnten gut welche positioniert sein, aber glaube ich nicht, sonst hätte er schon getrackt. Okay, keine Feinde. Wo ist denn die? Okay, die kommt erst da oben. Dieser Vorsprung, wo quasi die zwei Gegner draufstehen, die darf man natürlich jetzt nicht vergessen. Die kommen ja auch noch. So, dann werden wir dich hier hin positionieren, dich hier hin positionieren und dich hier positionieren. Okay, da haben wir schon mal den ersten Fall. Beziehungsweise Gegner. Okay, Moral haben wir schon mal deutlich runtergezogen. Das war ein guter Treffer. Der MG-Schütze trifft ihn auch, da er nicht in Deckung ist. Ist natürlich jetzt für ihn ein absoluter Nachteil. Machen wir einfach weiter so, bis er down ist. Er trifft auch nicht wirklich. Okay, erwischt. Glück gehabt. So, dann rücken wir weiter vor. Immer peu à peu, immer langsam. Anstatt, dass wir hier genau den Gegnern einfach in die offene Klinge rennen. Na, das muss ja auch nicht sein. Okay, das sieht noch alles relativ safe aus. Dann rücken wir weiter vor. Und move. So, okay, unkompliziert. Gehen wir weiter nach vorne durch. Liegt hier vielleicht irgendwo ein bisschen Health rum oder irgendwas zum Looten? Nö, leider nicht. Müssen wir einfach mal weiterschauen. Ich würde ja fast in einem Schwung jetzt nach vorne durchziehen, weil hier genug Platz für Deckung ist. Machen wir einfach auch. Yes. Yes. Mich würde ja mal interessieren, was ihr von rundenbasierten Shootern haltet. Könnt ihr gerne mal in die Kommentare klappern. Na, da gibt es ja etliche Varianten, etliche Titel schon auf dem Markt. Ne? Okay. Jetzt will ich nur mal wissen, ob da... Warte mal, wir können ja... Erstmal lasse ich die alle hier hinflitzen, damit ich so nah wie möglich an den Leuten dran bin. Und dann werde ich erst einen taktischen Angriff starten. Ist, glaube ich, die bessere Variante. Weil theoretisch könnten wir jetzt hier wirklich auf die Kacke hauen. Yes. Weil wir die jetzt recht gut überraschen werden. Aye. Tauchen die schon auf? Ja, tauchen auf. Okay. Dann werden wir jetzt gleich schon anfangen, die Sonderfunktion mit auszuspielen, wie jetzt den Feuerschutz natürlich. Und hier den Gewehrschützen als erstes weg, bitte. Und unser Nahkämpfer, den werden wir auch in den Nahkampf schicken. Oder wartet mal, ich könnte eigentlich auch eine Granate schmeißen. Machen wir doch erstmal eine. Oder heben wir uns die auf für die nächste Mission. Ich glaube nämlich, dass sich die Vorräte abtragen. Wenn man keine neuen Granaten findet, hat man irgendwann keine mehr im Equipment. Hm. Dann mache ich es doch so, wie ich es mir gedacht habe. Ja, also einfach nach vorne stoßen, hier Spezialattacke ausführen und let's go. Die,
Ah, jetzt gehen sie in Deckung. Mist, das war jetzt blöd. Hätte nicht passieren dürfen. Ich habe gedacht, ich schaffe die vorher. Aber gut, okay, dann sind die jetzt in Deckung gegangen. Wir können es nur noch versuchen, indem wir hier mit ihm die weiterhin unter Beschuss halten. Er kann versuchen, den zu treffen. Und er kann weiterhin nur noch quasi regulär feuern. Gut, okay, doch geklappt. Relativ wenig HP verloren. Oh, da ist ja einer wieder aufgestanden. Ist ja ein Ding. Ah. Gut, schön. Okay, leider nichts zum Looten. Hätte er schon gerne mal ein paar Sachen mitgenommen. Und dann sind wir hier auch schon in der im Zielbereich angekommen. Und ich tippe mal, dass dann die Mission damit abgeschlossen ist. Habe ich den schon? Ja, habe ich schon. So, dann gib mal Vollgas, alle Mann. Ja, ihr könnt natürlich auch rüberklettern. Ihr hättet auch den Weg nehmen können ohne Barriere. Aber gut. Gut, haben wir schon. Können wir gleich weitergehen, ne? Mal schauen, was jetzt kommt. Oh, da kam schon eine Errungenschaft. Eine Steam-Errungenschaft freigeschaltet am ersten Level. Gut zu wissen. Auch für euch. Abschlüsse 3, okay, Ergebnis 1,7. Tja, ob die jetzt gut ist, die Wertung kann ich euch gar nicht sagen. Glaube mal nicht. Geht bestimmt besser. So, jetzt können wir weiterklicken. Haunted by nightmares of a strange enemy wearing strange masks. The survivors get through the night. What have they stumbled into? They have no idea. Okay. Gut, sind wir zu dritt in unserem Lager. Alles klar. Können wir hier noch was machen? Nö, wir können jetzt nur auf Schlafen klicken. Dann klicken wir doch auf Schlafen. Gut's Nächtle, meine Freunde. Habt ihr euch verdient. Aber ist schon mal nice, ja. Also, dass wir hier wirklich nicht nur so ein simples Aufeinanderfolgen von Missionen haben, ne? Einen sturen Ablauf, sondern dass jetzt hier langsam der Trupp sich wieder aufbaut. Durch den Flugzeugabsturz sind sie halt alle verteilt. Und das macht die Story einfach noch ein bisschen einfühlsamer. Ja, man kann sich als Spieler besser darauf einlassen, finde ich. Ne? More lucky survivors. One wonders. What brought these soldiers to this place? Will the locals welcome them? Or will more blood be shed? Rein theoretisch müssten ja alle wieder volle Health haben. Okay, ist auch so. Okay, also, Hauptaufgabe ist erstmal sammeln, Situation klären. Gut zu wissen. Aber man kann ja schon mal so ein bisschen vorher mal das Level so ein bisschen auskundschaften, okay. Da geht es dann auch schon in größerem Reich. Wir müssen wieder zum Boot kommen, damit wir mit dem Boot flüchten können. Ja, ganz ehrlich, mit einem Ruderboot flüchten, da sind die auch schneller, wenn sie laufen. Aber gut. Okay. So, vorgerührt. Gegner gefunden? Könnt ihr doch wohl rüberklettern. Ey, komm, boah. Wollte auch schon sagen. Watch out! Da ist auch schon der erste Gegner, okay. Ich hätte es mir fast denken können. Mal gucken, vielleicht können wir noch mit unserem da hoch noch düdeln. Er geht direkt in den Nahkampf. Und sie kann gerne nochmal versuchen mit ihrer Spezialfähigkeit. Oh, wir haben Verbandskasten dazu bekommen. Sehen wir eine Adrenalinspritze. Erhöht die Mut der Soldaten im Wirkungsbereich und beschleunigt deren Bewegung und Schießen. Okay. Also in einer Situation, wo vielleicht ein bisschen mehr los ist, ist so eine Adrenalinspritze vielleicht gar nicht so verkehrt. Aber wir versuchen es erstmal mit der Strategie.
Und mal schauen. Okay, er flüchtet jetzt leider. Oh, da haben wir schon einen zweiten, den hätte ich jetzt... Ah, war gar nicht schlecht. Okay, er wollte uns flankieren. Haben wir jetzt unterbinden können quasi. Okay. Er wird jetzt hier für mich weiter nach vorne rücken. Aber der steht ja auch ein bisschen bescheiden. So, du läufst jetzt mal dahin. Gibst Deckungsfeuer in die Richtung. Und unsere Gewehrschützin wird weiter vorrücken. Und versuchen, ihn da oben zu plätten. Er kann ihn ja weiter beschäftigen. Ne? So, hat geklappt. Er beschäftigt ihn. Zieht sich weiter zurück. Na gut, jetzt schießt er natürlich in die falsche Richtung, weil ich Deckungsfeuer in diese Richtung angegeben habe. 75% Trefferwahrscheinlichkeit. Du flitzt nach vorne und versuchst den mit der Schrot zu flankieren. So, und er muss aufpassen, dass er keine über die Mütze bekommt. Ja, genau, schießt mal in die andere Richtung. Ja, schön, jetzt können wir ihn unter Druck setzen und von allen Seiten. Hat geklappt. Oh, kleiner Zwischensieg. Oh, ein Massengrab. Ist ja nicht so schön. Tja, das ist natürlich ein bisschen heftig, ne? Hier, ein Massengrab. Aber sie ersparen uns den widerlichen Anblick, sage ich mal, sondern das ist bloß schematisch dargestellt, was völlig okay ist. Sowas muss man jetzt nicht unbedingt haben. So, wieder das einfache Vorrücken. Gewehrschützen in den Hintergrund. Okay. Und schauen wir, wie wir weiter vorankommen. Truppe läuft nach vorne, zu looten gibt es nichts. Na, da ist schon wieder der nächste Enemy. Okay. Wir haben hier null Deckung, das heißt, wir sind wirklich ein bisschen aufgeschmissen, was das angeht. Ja, dann bleibt eigentlich nichts anderes übrig, als nach vorne vorzurücken. Deckungsfeuer auszuteilen. Den Nahkampfschützen, oder nehmen wir erstmal sie, die kann ihm eins mal rüberbrezeln, beziehungsweise es versuchen. Und er wird definitiv jetzt auf Nahkampf gehen. Den schicke ich jetzt direkt nach vorn. Ups. Und wieder mit seiner Spezialattacke. Ouch. Eat land. Okay, jetzt haben wir ihn schon in Panik verfallen lassen. Das können wir einfach so laufen lassen und das dürfte gleich erledigt sein. Ja. Ja, mit den Health Points sieht es gut aus. Dafür, dass wir jetzt schon 3 Abschüsse hatten, haben wir relativ wenig an Schaden kassiert. Also das haben wir eigentlich ganz gut geregelt, würde ich sagen. So. Jetzt müssen wir aber mal schauen. So eine kleine Hütte ist manchmal gar nicht so verkehrt, um sich kurzzeitig zu verstecken. Aber ich glaube, die brauchen wir nicht. Es könnte natürlich sein, dass jetzt ein Gegner drin steht, aber ich denke mal, der wäre dann schon rausgerannt und hätte mitgemischt. Hier könnten wir mal ganz kurz... Ich will dich mal hier hinschicken. Damit ich schon vielleicht ein paar Gegner erspähen kann. Yes. So, und kommt mal, Leute. Bewegung. Ah, Gegner, okay. Wäre doch cleverer gewesen. Außenrum lang hier durch mit dem Nahkampfschützen und sich den gleich zu holen, weil der wird sich sicherlich gleich verbarrikadieren. Gut, dann müssen wir nochmal die Strategie ändern. Und zwar sie hier in geduckter Stellung wieder. Wird wieder mit ihrer Sonderfähigkeit zielen. Also sie nimmt sich dann einfach mehr Zeit zum Zielen, um einen gezielteren Schuss auszulösen. Ne, und er wird direkt drauf gehen. Und die anderen lassen wir so laufen. Er kann wieder sein Deckungsfeuer geben. Achso, jetzt muss ich erstmal den Punkt löschen. Den Punkt auch löschen. Ihm sagen, er soll hier hinrennen. Jetzt das Deckungsfeuer quasi implementieren, dann schießt er auch in die richtige Richtung. Alles klar. So, los geht's. Oi. Na, sollten wir schaffen. Yeah. Randa, jawohl. Ach, da hat sich noch einer im Kornfeld versteckt. Ein Soldat im Kornfeld. Der ist immer bereit. Naja. So, versuchen wir auch hier unter Druck zu setzen. Wir haben hier schon unseren Typi, der das ganz easy machen wird. Weiter geht's. Sag ich ja. Und noch einmal. So. Hätte ich nicht damit gerechnet, ja, dass hier jemand wirklich im Kornfeld steht. Also das war jetzt eine Überraschung.
Sie kann mal darüber sehen. Ich bilde mir ein, dass ich vielleicht so ein bisschen was ausspähen kann, was den Bereich hier drüben angeht. Deswegen schicke ich mal die Gewehrschütze nach oben. Und ihr beide könnt erstmal hier verweilen. Den Punkt können wir löschen, da brauchst du nicht mehr hinrennen. Und dich einfach mal hier stehen lassen. So, mal schauen, ob das was bringt. Dann weiß ich gleich, inwieweit sie so ein bisschen ausspähen kann. Ah, das heißt wirklich, okay, sie ist getarnt. Na, sieht man an dem Symbol. Bringt also einen strategischen Vorteil, durch Felder zu krauchen. Gut zu wissen. So, dann geht's hier nach oben. Was haben wir denn hier noch für einen Teilbereich? Von hier aus könnten wir vielleicht noch feuern, deswegen lasse ich die einfach erstmal alle hier dackeln. Yes. Mal schauen, was passiert. Und wer noch auf der Map auftauchen wird. Hostiles. Ja, war richtige Entscheidung. Das war die richtige Entscheidung. Weil ich hier oben nämlich in Deckung bin. Und, ach, guck mal einer an. Da haben wir sogar noch einen Buddy. So, er gibt einfach mal bitte Deckungsfeuer. Und er, Shaq, rennt einfach nach da vorne. Und kannst du den von da angreifen? Nee, geht nicht. Wir müssen runterrennen, alles klar. Ist ja auch irgendwo logisch, ne? Was, jetzt hat er doch gefeuert. Seine Sonderfähigkeit konnte er nicht ausführen, aber selber automatisch runterfeuern konnte er. Ja, ist ja gut jetzt. Brauchst du nicht weitermachen. Bedeutet das Fragezeichen, dass sie sich looten können? Nee. So, dann werden wir uns erstmal alle hier versammeln. Yes! Ach, wir haben ja sogar einen vierten Mann jetzt, stimmt. Den habe ich jetzt gar nicht auf dem Schirm gehabt, aber den brauchen wir definitiv auch noch. Kann man das denn hier looten? Nö. Okay, Fragezeichen bedeutet einfach nur Fragezeichen. So, dann werden wir unseren Schützen vorrücken lassen. Im Hintergrund die beiden Gewehrschützen. Und ganz hinten unser Nahkämpfer. Ah, im Haus. Das ist eine schwierige Stellung. Rauchgranate wäre jetzt Tatsache recht entspannt. Schmeiß bitte mal eine Rauchgranate, Süße. So. Kannst du eigentlich den Punkt rausnehmen und wir schmeißen die schon früher. Schmeiß Grenade. Los, zack, bam. Bevor er noch einen Schuss ausführen kann. So. Dann könnten wir ja theoretisch auch schon weiter vorrücken. Und zwar eher hierhin. Und den Nahkämpfer nehmen wir jetzt auch mit, weil wir brauchen den Nahkämpfer im Haus, im Gebäude. So, Rauchgranate erstmal droppen. Okay. Hat gepasst. Wo ist noch einer? Da drüben ist noch einer im Dingens. Aber wir werden einfach erstmal ins Gebäude rennen. Auch ganz schön, ne, bei der Ansicht, dass hier das Dach wegdroppt, ja, also ist klar, wie sollte man sonst anders spielen können. Aber werden wir definitiv reingehen. Und zwar... ihn check. Und du gehst einfach mit. Und dann dürfte der Typ eigentlich kein Problem sein. Und dann können wir parallel ihn hier drüben unter Beschuss nehmen. Und zwar mit unseren Gewehrschützen, die sich nach vorne tasten werden und ihn einfach unter Beschuss nehmen. Yes. Und so können wir gleichzeitig zwei Gegner attackieren und zwei Situationen hoffentlich entschärfen. So, hier gehen wir rein. So, jetzt hat er natürlich erstmal auf ihn geschossen, was er nicht machen sollte. Er sollte ihm hier in den Rücken schießen. Er bewegt sich gar nicht, warum auch immer, weil ich eigentlich ihm den Befehl gab, reinzurennen. Mal gucken, ob er es jetzt macht. So, den haben wir. So, gibt es hier im Haus vielleicht irgendwas,
Verbände oder sowas? Nö. Dann kannst du theoretisch rausgerannt kommen, noch ein paar Schüsse auf ihn abfeuern. Yes. Und, nee. Okay. Warte mal, ich, den können wir löschen, das war Quatsch. Und hier schicken wir ihn einfach bloß nochmal mit raus, damit sie einfach in einer also geschlossenen Gruppierung sind, ne? So, müssen wir ihn eigentlich jetzt haben. Ja. Gut. Da drüben ist unser Ziel. Gucken wir gleich mal weiter. So. Gehen wir weiter geduckt vor, denke ich mal. Wen habe ich denn jetzt geschickt? Yes? Okay. Schrotflinte. Nee, Schrotflinte nicht. Schrotflinte lassen wir erstmal. Mhm. Natürlich wieder ein Gewehr, also den Maschinenpistolenschützen. Der gibt halt immer ganz gut Feuer ab, wenn es dann doch mal ein bisschen enger werden sollte. Den lassen wir auch gleich hinterher gehen. Okay. Sie kann hier Stellung beziehen. Und er wird vorsichtshalber ihr hinterher gehen, falls sich hier noch jemand versteckt. Nee, machen wir schon. Hostels. Kriegen wir hin. Hi. Macht mal weiter. Macht erstmal weiter. Watch your fire. Okay, für die falsche Stelle entschieden. Ist aber nicht wild, wir haben zwei Verbandskästen bei. Das ist schon gar nicht so verkehrt. In dem Feld wären wir getarnt, sagt er. Also sollte ich mich hier oben lang kämpfen oder was? Na, aber erstmal muss ich die ja jetzt nur mal eliminieren. Ich habe es jetzt aufgescheucht. Man hätte jetzt theoretisch hier hinterm Haus langlaufen sollen. Okay, das wäre so ein bisschen der Schleichweg gewesen, ne? Um ein bisschen unauffälliger und vielleicht einen besseren strategischen Vorteil zu haben. Aber gut, jetzt müssen wir da durch. Feinde sind aufgeschreckt. Gut, dann ziehen wir uns jetzt alle zurück und gehen den Weg. Yes. Hi. Yes. Los, move. Ich weiß noch nicht, ob ich die alle heilen soll, weil die eigentlich gehen die Health Points noch, ne? Ich denke mal, so viele Soldaten werden auch nicht mehr kommen. Beziehungsweise uns versuchen, den Weg zu versperren. Okay. Hi. Hm. So, haben sie alle einen Weg? Ja, sieht gut aus. Und ihr wollt nicht? Na, einen haben wir doch vergessen, siehst du? Yes. Okay. Tja, soll ja nicht so schlimm sein, dann schicken wir den einfach hinterher. Yes. Yes. Hi, fine. Ich hoffe, dass ich mich jetzt hier nicht so ein bisschen ins Aus manövriere, weil das eine ziemlich gefährliche Position ist mit der Erhöhung hier. Ja, aber ich will jetzt hier hoch. Ich möchte jetzt hier hoch, damit ich die von hier unten unter Beschuss nehme. Beziehungsweise von da oben da unten unter Beschuss nehmen kann. So, hier haben wir noch ein Häuschen, das brennt aber. Gut, dann laufen wir erstmal alle hier hin. Yes. Yes. Okay. Ich muss mal schauen nachher. Ach, verdammt. Verdammt, 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 verdammt. Verdammt. So, wie holen wir uns den am besten? Wir versuchen es mit der Heckenschützenfunktion. Der steht ja frei. Theoretisch müsste man den eigentlich ganz gut treffen können jetzt. Yes. 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 So, ist schon. Auch canceln. Und bitte feuern. Nicht getroffen. Der hat gesessen. Der hat gesessen. So, das gleiche Spiel nochmal bitte. So, gucken wir mal, was passiert. Ah! Macht sie. Ach ja, so, okay, nächsten Feind. Erledigt. Aber ich glaube, jetzt werde ich mal einen Verbandskasten einsetzen. Yes. Dafür werden wir alle Leute
auf einen Punkt stellen, wenn das mal funktioniert. So, du kommst rüber hier. Ich glaube, sie hatte die Verbandskästen dabei. Lassen wir ihn aber erstmal rüberlaufen und danach werde ich den Verbandskasten einsetzen. So, einen kleinen Augenblick warten. Runde ist gleich geschafft. Und jetzt nehmen wir den Verbandskasten und heilen hier alle. Ich bin gespannt, ob das jetzt hier schon zur völligen Heilung reicht oder ob da noch ein bisschen was fehlt. Ne, funktioniert. Man hat auch gerade oben gesehen, die Charakterfenster, die verändern sich, ne? Je nachdem, wie verwundet der Charakter ist. Ja, jetzt ist die Frage, ne? Komm, aber wir sind jetzt mal nicht so ganz so doof. Wir rücken jetzt erstmal hier hin, gucken, ob wir hier noch jemanden haben. Und dann können wir ja immer noch aufs Podest gehen. Das Gebäude sieht mir noch ein bisschen verräterisch aus. Yes. Da schicken wir ihn rein. So. Hi. Ja, ein bisschen buggy ist es noch mit den Dächern, ne? Also jetzt definitiv müsste er, wenn ich auch so mache... Ich finde, wenn ich jetzt schon so bin... Ah, das liegt am Cursor, ne? Okay, alles klar. Also wenn der Cursor im Haus ist... Gut, alles klar, kein Bug. Anwendungsfehler. Ach, herrlich. So, und du auch, Rainer. Ne, keine Leute drin, alles klar. Okay. Hi. Kannst du dich aber mal nochmal am Fenster positionieren und da checken, ob da noch was ist? Du gehst mal hier hin. Okay. Du gibst Rückendeckung. Und dich nehmen wir einfach hier mit hin. So. Okay, hat keinen Gegner gesehen. Also hier scheinen auch keine weiteren zu sein. Dann würde ich jetzt fast sagen, wir versuchen mal hier hochzugehen und uns die ganzen Leute zu catchen, ne? Dafür wieder zurück. Die beiden lasse ich hier hochlaufen. Yes. Euch, mit denen warte ich noch einen kleinen Augenblick, bis die anderen beiden hier sind, um die Geschlossenen in einer Runde hochzuschicken. Also die erstmal wieder hier zur Seite und dann gucke ich mal, ob das überhaupt was ausrichtet, was ich mir jetzt denke von der Strategie her, oder ob wir einfach zu weit weg sind. Werden wir gleich merken. Nein, jetzt habe ich bloß eine geschickt. Das war dumm. Das war dumm. Das war dumm. Yes. So. Yes. Yes. Mhm. Die beiden können gar nicht von oben feuern. Also wäre es ja recht clever. Ach, guck mal, da versteckt sich noch einer. Okay. Okay. Aye. Okay. Die können wir alle löschen hier. Habe ich doch gelöscht eigentlich den Waypoint? Ne? Na gut, dann nicht. Yes. Du kannst auf jeden Fall runter. Und ihr könnt versuchen, den Typ wieder anzutreffen. Ne, mach mal den erstmal mal hier vorne platt. Der hat ja nur eine Pistole. Ich glaube, der hat gar keine Reichweite bis zu uns. Sieht doch ganz gut aus. Bleiben wir so, werden wir weiter durchführen. Der hat dann noch ein bisschen Glück, weil er ein bisschen geschützter steht. Okay. Kriegen wir aber auch noch den guten. Oh, muss mal kurz an die Tür klären, Blick. Sorry für die kleine Unterbrechung. So ist das, wenn man den Schlüssel stecken lässt und die Mitbewohnerin in die Wohnung möchte. Dann muss man natürlich den Schlüssel aus dem Schloss ziehen, ne? Sonst wird das nichts. So, dann schauen wir mal. Yes. Ob wir gegen den da drüben noch was ausrechnen können. Was hat sie denn an Prozent? Ach, außerhalb. Okay, dann musst du da ein Stückchen rüber. Das kriegen wir aber noch hin. Und von da aus dann die Sonderfähigkeit angewandt. So, und... Du wirst den hier richtig jetzt unter Druck setzen. Aber das Problem ist, es können versteckte Feinde sich im Gebäude aufhalten. Das weiß ich halt nicht. Könnte natürlich auch sein, dass ich jetzt ein bisschen ins Verderben laufe, aber wir probieren es einfach mal. Ne, sieht gut aus. Sieht gut aus. Dann lassen wir ihn jetzt nämlich vorrücken. Kann ich ihn flankieren, theoretisch? Ja, ich kann ihn flankieren. Dann versuchen wir das nämlich auch.
So, und hier ans Fenster. Und schau mal, ob wir ihn kriegen. Ja, die. Take them down. Eat lead. So. Ja, schafft er, okay. Jetzt können wir ihn nachrücken lassen, damit wir hier unten nicht ganz so allein sind. Okay. Den haben sie jetzt erwischt. Yes? Ihr beiden müsst unbedingt nachrücken, um hier ein bisschen Deckung zu geben. Okay. So. Eat this. Take that. Yes. So, und jetzt schicken wir den noch hier hin. Dann kann er das nämlich auch gleich noch übernehmen. Ouch. Okay, super. So. Dann würde ich fast sagen, wir schauen mal hier aus dem Fenster. Yes. Ob hier noch Gegner sind. Yes. Okay. So, sie kann mal hier hin. Sieht aber eigentlich ganz gut aus. Ich glaube, wir haben alle erwischt jetzt. Gibt es hier noch irgendwas zum Looten? Was haben wir denn hier? Nö, nur eine Lampe. Dann würde ich fast sagen, das war's. Das Level scheint geschafft zu sein. Hier kamen wir nicht rein ins Gebäude. Also auch leider kein Loot in dieser Mission. Gibt's nämlich, Tatsache. So, dann können wir ja alle zum Endpunkt laufen. Yes. Okay. So. Move. Aber es ist eigentlich atmosphärisch ganz schön gemacht, oder? Also es ist halt wirklich spannend zu sehen, klappen die Gedanken, die man da hat, ne? Erkennt man das Gelände, erkennt man die Möglichkeiten, die gegeben sind, ne? Und das ist halt hier auch Tatsache die Herausforderung. Macht aber schon mal Spaß. Also mir gefällt die Review-Version deutlich besser, natürlich, als die Preview. Ja, da haben wir es geschafft. Nächste Errungenschaft. Ich glaube, es könnte sein, dass hier nach jedem Level eine Errungenschaft kommt. Müssen wir mal schauen. Aber das scheint mit dem Gebäude gerade auseinander oder zusammenzuhängen, was wir da quasi gestürmt haben. So. Ach, haben sie sich gefunden, ja. Na cool. Wir Erwachsenen können das übernehmen. Gehen wir lieber näher ran, bevor wir entscheiden. Und wenn nicht. Okay, Gefähigkeit aber um Schleicher. Okay. Und zwar wer? Morgan oder was? Oder? Ach, das ist nochmal eine Fähigkeitsänderung. Die kann man halt zugeben. Ne, haben wir im Preview-Bild schon gesehen. Die Funktion war freigeschalten, dass man halt einmalige Fähigkeiten nochmal auf jedes Truppmitglied verteilen kann. Ne? So, dann gucken wir mal, was die Nachbesprechung hier sagt. So, einmal auf weiter. The survivors reunite. And for a moment, they believe they can outlast this ordeal. But it will not be that easy. Tja, es ist doch nie, oder? So, weiter. Ja, das ist jetzt die Nachbesprechung hier quasi. Ja, ich würde sagen, klicken wir noch drauf, mal schauen, was jetzt noch kommt. The group awakens from a restless sleep. Tja, ein unruhiger Schlaf ist nicht schön. Okay, jetzt sind wir quasi in der nächsten Mission, beziehungsweise können die nächste Mission auswählen. Wir können jetzt hier unsere Leute dann noch zufügen. Aber das machen wir einfach in der nächsten Folge, würde ich sagen. Das reicht jetzt erstmal für die erste Folge. Ist jetzt ja auch wieder eine Dreiviertelstunde. Na, ich will euch ja auch nicht langweilen. Ihr wollt ja noch andere Videos sehen. Ne? Wenn ihr Bock habt, könnt ihr euch das Preview-Bild auch vielleicht anschauen. Da habe ich zwei Missionen durchspielen können. Ne? Und jeder, der Lust hat, kann natürlich gerne ein Abo dalassen. Ja, oder lasst mir ein Like da. Und vor allen Dingen interessiert mich immer, was haltet ihr von dem Spiel? Wo seht ihr Möglichkeiten für Luft nach oben, also Verbesserungen? Oder sagt ihr schon, nö, eigentlich ganz cool, eigentlich eine runde Sache. Ja, mir hat Spaß gemacht, hat mich gefreut, dass du dabei warst und wie immer, wir sehen uns.